Willkommen zurück in Witcher 3 und willkommen zurück in wunderschönen Novigrad bei Nacht. Wir treffen uns jetzt mit Lambert und schauen mal, was er rausbekommen hat. Wir haben keine großartige Spur zu dem Typ rausbekommen. Nur, dass er mit dem anderen keine... Vergesst die Namen, das ist krass, oder? Dass er mit ihm keine Geschäfte macht. Geh niemals alleine in die Scherben. Nimm immer einen... Oha, that's it. Ständig reden sie von den Wundern des ewigen Feuers. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad. Und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste, verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. Hexer können keine Kinder haben. Aber Mündel. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen. Aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elander ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch, mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst. Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber.
Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Du hast dich verändert, eindeutig. Vergebung, das ist mein einziges Ziel. Du glaubst ihm diesen Scheiß? Der Bastard redet sich doch nur raus. Irgendwie glaube ich ihm. Lass ihn, wir gehen. Hast du sie nicht mehr alle? Lambert, das ist eine der Situationen, in der du wahnsinnig angefressen bist, dich aber lieber zügeln und auf deinen vernünftigen Freund hören solltest. Lass uns gehen. Verdammt, Geralt. Weiß nicht, ob ich dir das verzeihen kann. Ich hab gesagt, lass uns gehen. Du kannst immer zurückkommen. Danke. Jetzt ist Lambert sauer auf uns. Erklär dich bitte. Das werde ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Carradine nicht kaltblütig ermordet werden sollte. Wenn du das anders siehst, kannst du immer zurückkommen, ohne mich. Am liebsten würde ich dich windelweich prügeln. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. Charaktereintrag. Was steht jetzt da drin? Ja. Können wir reden? Worüber? Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein. Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Ja gut, dann glaube ich, ist es jetzt auch mal die Zeit. Wollen wir hier weiter? Machen wir doch mal weiter. Ja. Bin ich aber jetzt schon ein bisschen affig, aus der Höhe zu sterben? Bitte. Na komm. So, jetzt sind wir gleich in der Nähe. Jetzt sehen wir uns mal nach der Träumerin. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkher. Von den de Jonkhers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier.
Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Kommt nicht in den nächsten Raum. Zeichnung eines Kinderbetts. Papier, auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Geh weg! Tu das nicht! Lass das!
Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Könnte unten sein. Ja. Oh Mann. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Tja, tut mir leid für den Bankier, aber so ein Göttling will ich auch nichts tun. Bin ich zu gut dafür. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du.
Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ja, war eine ganz lustige Folge. Diese Göttlinge. Hätte es doch vielleicht, wenn wir hier sagen, hey, wir kennen da noch einen. Da ist Hansi im Sumpf. Der hätte sie dahin geschickt. Vielleicht wäre das sogar gegangen, wenn wir sie rausgeworfen hätten, wer weiß. Aber wie es weitergeht, seht ihr wie immer dann in der nächsten Folge. Bis dann.